darf ich vorstellen, das ist der Philipp. Und der Philipp macht euch jetzt zum reichsten Mann von Zalesi. Klingt komisch, ist aber so. Und wie der Philipp das macht, zeige ich euch nach dem Intro. Der Philipp kauft gern geschnittenes Gras, aber damit ihr den besten Preis kriegt, müsst ihr ihm erstmal ordentlich Wodka schenken. So. Noch eine Flasche, noch eine Flasche, noch eine Flasche, noch eine Flasche und noch eine Flasche und noch eine Flasche. So, und jetzt gebt ihr euch fürs Heu 5 Taler pro Stück. Das ist richtig viel, da kann man gut Geld mit verdienen. Aber aufpassen, der Philipp kratzt sich ganz gerne mal am Sack, also niemals die Hand schütteln. Und das ist der Johann und bei dem kaufen wir jetzt eine Sense. Aber vorsichtig, der wiederum kratzt sich gerne am Hintern, also immer schön die Sense desinfizieren. Und dann schneidet ihr um den Markt herum einfach das ganze Gras ab und verkauft es immer wieder dem Philipp. Der freut sich drüber und gibt euch eine Menge Geld. Aber am besten fangt ihr damit erst im April an, weil im März ist es noch sehr kurz und da ist das total Moppelkotze. Und jetzt ist April, jetzt kann man das viel besser sehen, das macht viel mehr Spaß. Zugegeben, das ist ein wenig langweilig, aber wir wollen reich werden und dann nehmen wir das auch gerne in Kauf. Kleiner Tipp noch am Rande. Am besten nehmt ihr ganz wenig Sachen mit, dann könnt ihr ganz viel tragen und da freut der Philipp sich noch viel mehr. Und wenn ihr richtig fleißig wart, dann sieht es auf dem Markt in Zalesi später so aus und ihr seid richtig reich geworden. Und was mache ich mit dem ganzen Geld? Ich brenne jetzt mit der Anna durch und hau dem Hendrik zum Abschied noch richtig eins auf die Nase. So, und wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo freuen, Däumchen wären Träumchen und aktiviert immer die Glocke, dann wisst ihr immer, wenn es weitergeht bei mir. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Reichwerden.